einige darüber sprachen, dass der Tempel mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, sagte Jesus: Es wird eine Zeit kommen, da wird von allem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Alles wird niedergerissen werden. Sie fragten ihn: Meister, wann wird das geschehen? Und an welchen Zeichen wird man erkennen, dass es beginnt? Er antwortete: Geht nach, dass man euch nicht irreführt. Denn viele werden in meinem Namen auftreten und sagen: Ich bin es. Und die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach. Und wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, lasst euch dadurch nicht erschrecken. Denn das muss als erstes geschehen. Aber das Ende kommt noch nicht sofort. Dann sagte er zu ihnen: Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Es wird gewaltige Erdbeben und an vielen Orten Seuche und Hungersnöte geben. Schreckliche Dinge werden geschehen und am Himmel wird man gewaltige Zeichen sehen. Aber bevor das alles geschieht, wird man euch festnehmen und euch verfolgen. Man wird euch um meines Namens willen den Gerichten der Synagogen übergeben, ins Gefängnis werfen und vor Könige und Statthalter bringen. Dann werdet ihr Zeugnis ablegen können. Nehmt euch fest vor, nicht im Voraus für eure Verteidigung zu sorgen, denn ich werde euch die Worte und die Weisheit eingeben, sodass alle eure Gegner nichts dagegen ankommen und nichts dagegen sagen können. Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und Freunde werden euch ausliefern. Und manche von euch wird man töten. Und ihr werdet um meines Namens willen von euch gehasst werden. Und doch wird euch kein Haar gekrümmt werden. Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Meine Lieben, wir haben gehört von der Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Es wäre eigentlich der allergrößte Sakralbau der Antike gewesen. Die Juden, die davor gestanden sind, haben sich vorgestellt, der steht bis ans Ende der Welt. Es gibt es gar nicht, dass man so ein riesiges Gebäude irgendwann einmal zerstören könnte. Ja, im Jahr 70, so ähnlich wie die Leute gehabt haben, die Titanic geht nie unter und so weiter. Wenige Jahre nach Jesus ist es geschehen. Das jüdische Heer hat den Tempel zerstört und ein trauriger Rest, die Kirchenmauer, ist übrig geblieben, sonst gar nichts. Das jüdische Volk in alle Windrichtungen zerstreut, ruhelos bis heute. Und so kann es in jedes Menschenleben so gehen. Viele Dinge, auf die wir bauen, auf die wir hoffen, auf die wir uns verlassen, mit einem Schlag sind sie weg. Die Gesundheit, die Arbeitskraft, die Geisteskraft, Familie, Freundschaft, Beziehungen. Das Geld auf dem Konto. Früher als Leute gehen, wir haben 5 Währungen gehabt und haben jetzt mal mit 0 angefangen. Und die Finanzblase platzt. Sind wir die, die mit der Hosenzichten anfangen.
ins Morgenland bauen. Und froh sind, wenn über die Nacht keiner kommt, der uns das alles nimmt. Das Leben muss weitergehen. Wir sollen keine Angst vor der Zukunft haben, aber wir sollen uns nicht auf die falschen Dinge verlassen. Wir sollen uns bewusst sein, wie fragil alles im Leben ist. Dass wir nicht enttäuscht sind und dass alles auf einmal weg ist. Es gibt nur einen Halt. Es ist der Herr selbst. Und der Mensch, solange es ihm gut geht und sich auf seine eigenen Kräfte und Fähigkeiten verlassen kann, es ist der Erste, der auf seinen Herrgott verzichtet, weil es ja ohne ihn auch geht. Dankbarkeit Gott gegenüber für seine Gaben ist sehr enden wollen. Im Gegenteil, man begehrt auch und Dinge, über die man sich aufregt, können relativ gesehen sehr klein sein. Man fragt sich nach dem Sinn des Ganzen. Warum bauen Menschen etwas auf, wenn es dann ohnehin zerstört werden kann oder vergänglich ist? Welchen Sinn hat das Leben, wenn ein Krieg alles wegputzt und alles zerstört und nur Leid verursacht? Wie viele Christen, die seit Generationen unter ärgsten Schikanen und Bedrohungen leiden, könnten sich fragen, welchen Sinn hat das? Stellt euch vor, ihr geht hinaus. Aber die Frau zum Beispiel, kommt der Bub daher, hat ein paar Watschen links und rechts, aber nimmt das Handtaschen weg, du liegst auf der Straße blutig. Gerade, dass der Nachbar nicht seinen Hund auf die Jagd. Und wenn du zur Polizei gehst, bist du es, der eingesperrt wird. Als kleines Beispiel, was der Alter von Milliarden Christen ist. 200 Millionen Christen werden pro Jahr umgebracht. Und das sind solche Fälle, wie ich sie umschrieben habe, gar nicht mitgezählt. Das sind nur der Gipfel des Eisbergs. Und wer weiß, wie bald es in Europa wieder so ist. Oder anders gesagt, ist uns bewusst, seit wann es in vielen Ländern Europas immer mehr üblich ist, dass es so ist. Diese Insel der Seligen ist eine sehr trügerische. Worauf bauen wir? Welchen Sinn hat das Ganze? Im Grunde genommen haben wir nur einen Beheimaten, den bei unserem Herrn im Himmel. In der Heiligen Messe konzentriert sich alles. Das ganze Leben läuft hier zusammen, in den Worten des Herrn. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das ist mein Blut, das für euch verkostet wird. Und wir sind aufgerufen, daran teilzuhaben, an dieser Gesinnung. Hier ist der Sinn. Die Worte und Taten Jesu, die er uns vorgemacht hat am Kreuz, sie verwirklichen wir an unserem eigenen Leib und unserem eigenen Geist. Mit jedem Atemzug, sei es in der redlichen Arbeit, von der wir in der zweiten Lesung gehört haben,
in der Treue zum katholischen Glauben, wenn andere Irrlichter uns zu einer falschen Nachfolge rufen wollen, die immer den Weg des Kreuzes aussparen möchten. Denn das Kreuz ist immer das Zentrum. Und mit Christus mitgekreuzigt werden, ist unser Ziel. Hier verwirklicht sich die einzige Liebe, die für andere lebt, die sich für andere hingibt, stellvertretend für andere und deren Schuld auch mitzutilgen, damit nicht die Sünde das letzte Wort hat über die Schöpfung, sondern doch die Wahrheit und die Liebe Gottes. Nicht, weil Gott einfach mit einem Handstreich alles wegwischt, so haben sie es die Juden vorgestellt in ihrem Stolz, sondern weil Gott das Böse verhindert in seiner Opferliebe am Kreuz. Und so die Dunkelheit dieser Welt in sein göttliches Licht verwandelt.